Hallo. So eine Stadt ist ja im Allgemeinen grau und laut und voller Autos und Abgase, denkt man zumindest. Aber das alles kommt auf den Fokus und den Blickwinkel an. Denn wenn man sich so ein bisschen umguckt in seiner Stadt, dann kann man feststellen, dass es da zum Teil kleine Orte gibt mit grünen Überraschungen. Ich bin jetzt gerade in Altona auf dem Weg, um mich mit Fabian Berger zu treffen. Der hat ein Projekt gegründet, das nennt sich Grünanteil, eine Plattform, auf der Menschen alle möglichen Projekte eintragen können, Stadtgärten, Stadtnatur, alles Mögliche, was sich mit dem Grünen in der Stadt beschäftigt und das fördert und schützt. Und eines dieser Projekte finde ich hier mitten in Altona. Da gibt es nämlich Hühner. Und diese Hühner, sieht eigentlich ein bisschen aus wie auf dem Land. Kann man auch füttern. Und wenn sie dann Eier legen, kann man sich die auch rausnehmen. Gibt so einen kleinen Eierautomaten, wo man dann sein Geld reinschmeißen kann. Und das Ganze ist Teil eines Stadtgartenprojektes. Hier sehen wir die Kisten, wo dann im Sommer alles grünt und blüht. Hier drüben gibt es noch einen Kompost, noch weitere Kisten. Ja, und warum so ein Stadtgarten eine feine Sache ist und es sich lohnt, für Stadtnatur sich zu engagieren, das bespreche ich gleich mal mit dem Fabian Berger. Mal gucken. Ja, hallo Fabian. Hallo. Schön, dass du Zeit hast. Dann die allererste Frage, total einfach, kurz und bündig. Wer bist du eigentlich und was machst du? Wer bin ich und was mache ich? Tja, ich bin, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin erstmal einfach Fabian, genau, und arbeite jetzt gerade hier an der Motte am Stadtteil Kulturzentrum und habe das Glück, Grünanteil entwickeln und umsetzen zu können. Und das ist so ein bisschen entstanden aus meinem Studium eigentlich. Ich habe experimentelles Design studiert an der HFBK und habe mich da eigentlich mit Komplizenschaften beschäftigt, also wie kommen die zustande, wie kann man die stiften, was ist das für eine Arbeitsform und bin dann darüber eher zufällig auf diesem Themengebiet Urban Gardening, Naturschutz, Bürgerbeteiligung im Grünen von urbanen Räumen gelandet, weil wir einen Gastprofessor hatten, der sich damit auseinandergesetzt hat und deswegen hat das auch was mit mir zu tun, weil mich das auch schon länger beschäftigt, weil ich eigentlich vom Land komme und Landei bin, aber jetzt überzeugter Stadtbewohner und auch erstmal nicht wieder zurück möchte, aber wo für mich schon immer so klar ist, okay, ja, ich komme so aus dem Grünen und ich bin es auch gewohnt und finde das auch schön, in der Landschaft zu sein und ein paar Kilometer um mich rum sind auch gerade keine anderen Menschen, was in der Stadt natürlich anders ist, aber wo ich trotzdem auch so, ja, das, was an Natur da ist, sehe und suche. Und das auch spannend finde, die Räume sozusagen so hier zu finden. Also deswegen gibt es mehrere Gründe, warum ich da, glaube ich, so gelandet bin in dem Themenfeld. Genau, und jetzt erstmal genieße ich das total, dass ich das machen kann. Bin halt mit meiner Familie hier in Hamburg und deswegen auch privat mit Kindern gerne im Grünen unterwegs und so. Und genau, werde mal sehen, wie lange das klappt. Ja, das hört sich doch gut an. Also was ist Grünanteil eigentlich? Also wie ist das entstanden und was macht ihr da oder was ist euer Ziel? Genau. Also entstanden ist das im Frühjahr 2011. Da gab es eine relativ aktive Transition Town Bewegung in Hamburg und die haben sich mit allen möglichen Themen beschäftigt und eine kleine Gruppe von denen hat sich mit Gärten in der Stadt beschäftigt und die haben sich auch den Namen Grünanteil gegeben. Und die haben angefangen, Veranstaltungen zu machen, wo sie einfach Leute mit Garten und Leute ohne Garten miteinander in Verbindung bringen wollten. Und einfach so, ne, irgendwie zusammen im Grün aktiv sein, das nicht alleine machen müssen und genau, miteinander teilen und tauschen und produzieren. So. Also das war so da der Ansatz. Und bei den ersten Treffen, was die gemacht haben, da habe ich die auch kennengelernt. Und da wurde aber schon total schnell klar, ja, also gibt die mit Garten und ohne und die kann man miteinander in Verbindung bringen. Es gibt aber eben auch noch so die Leute, die sich tatsächlich für den Erhalt von Stadtnatur einsetzen, die Leute, die sich mit Lebensmittelsouveränität auseinandersetzen, die Leute, die sich mit einer Gemeinschafts- und Nachbarschaftsbildung über solche Gemeinschaftsprojekte auseinandersetzen, ja, und Leute, die also ganz massiv oder ganz konkret einfach Naturschutz machen wollen. Und deswegen war relativ schnell klar, okay, also erstmal super Ansatz und da sind ganz viele Leute, die miteinander in Verbindung treten wollen und die aktiv werden wollen. Aber das lässt sich eigentlich auf Dauer nicht über solche Veranstaltungen regeln oder nicht ausschließlich,
Weil wir da dann angefangen haben, einfach die E-Mails zu sammeln und aufzuschreiben, wer kann was, wer will was, und dann das nachher sozusagen redaktionell betreut haben und die miteinander in Verbindung gesetzt haben. Und es war relativ klar, okay, die brauchen eigentlich die Möglichkeit, selber in Erscheinung zu treten und sich selber zu finden. Und da bin ich dann eben aufgesprungen, habe gesagt, okay, dann gucke ich jetzt mal, dass ich dafür sozusagen ein Konzept entwickle für so eine Plattform, mit der das möglich ist. Und dann war aber auch immer gleich die Frage, wie lässt sich das sozusagen mit dem realen Raum verknüpfen. Also es sollte nicht eine, ja, einfach nur ein Abbild im virtuellen Raum entstehen und dann hat man sozusagen einfach nur ein Dokument davon, was es irgendwo gibt, aber da passiert nicht so viel, sondern es sollte eher so sein, dass man sagt, okay, es geht tatsächlich darum, einmal schnell einen Überblick zu kriegen, wer ist wo aktiv und wie kann ich mit denen Kontakt aufnehmen und dann bitte persönlich und direkt und nicht irgendwie lange und viel im Internet irgendwas produzieren. Mhm. So, genau. Ja. Also im Grunde genau ist ja auch das eigentlich was Faszinierende an Stadtgärten, finde ich zumindest, oder an der Bewegung irgendwie, dass halt total viel da zusammenkommt. Ne? Also irgendwie das konkret, praktisch irgendwie was mit den Händen machen, die Natur erleben, aber auch politisch aktiv sein, Gemeinschaft erleben, vielleicht auch auf eine neue Art und Weise. Was würdest du denn sagen, also wie kann denn Stadtgärtnern die Welt verbessern insgesamt? Was fällt dir denn da alles dazu? Kann es unglaublich in vielen Dimensionen, du hast ja ganz viel schon angesprochen. Also ich glaube, das Erste, was wirklich ganz großartig ist, ist, dass das so ein ganz niedrigschwellig oder ganz einfach zu verstehen ist, erstmal, was passiert da? Also ein Garten möchte zusammen erhalten und gepflegt werden und da geht es erstmal darum, wie man sich mit der Hege und Pflege und Ernte von Pflanzen auseinandersetzt. Also so ganz rudimentär erstmal, wie gibt es überhaupt eine Verbindung zu den Jahreszeiten? Wie macht man das zusammen? Wie kriegt man das hin? So, und dann kommen eigentlich erst diese ganzen anderen Schichten, finde ich, dazu. Also, dass man merkt, okay, darüber, dass sich eine Gemeinschaft bildet, ändert sich auch sozusagen mein Blick auf den eigenen Stadtteil. Was heißt das noch? Was kann man noch alles zusammen machen? Und was hat das wiederum für eine Dimension auf meine Stadt übertragen? Ist das übertragbar? Also, ich finde, das kommt dann alles erst so hinterher dazu. Und dann ist es tatsächlich ja von jedem Projekt abhängig. Wo sind die, wie ist die Konstellation von dieser Gruppe, mit welchen Themen sind die in Berührung? Also die meisten Projekte, die sozusagen bedroht sind oder bei denen das unsicher ist, wie lange die auf ihrem jeweiligen Standort bleiben können, die setzen sich natürlich ganz anders mit Besitzverhältnissen und Nutzungsrechten von öffentlichem Raum oder was auch immer das für ein Raum ist, auf dem sie sind, auseinander als Projekte, die erstmal 30 Jahre eine Pacht haben, bei denen das nicht so eine Rolle spielt. So, ne? Und deswegen geht das alles auch in unterschiedliche Richtungen. Oder die Gärten, die einfach viel näher an einer Unterkunft von Geflüchteten sind, die setzen sich anders mit dem Thema auseinander oder in der Regel machen die das. Das heißt, das hat einfach immer was tatsächlich mit der jeweiligen Gruppe zu tun. Aber schön finde ich, dass auch die Menschen, die anfangen, in so einer Gemeinschaft zu gärtnern oder überhaupt sich auf öffentlichem Grün zu engagieren, dass auch wenn die nicht explizit und offensiv politisch agieren oder das für sich sozusagen so kommunizieren, nach und nach verstehen, dass sie das dennoch tun. Also, und das finde ich auch eine total gute Erkenntnis für diese Leute, dass man so merkt, okay, ja, es ist auch teilweise gar nicht dramatisch oder aufmüpferisch oder wie auch immer, sondern man ist einfach per se politisch und politisch engagiert, einfach dadurch, wie man anfängt zu handeln und in Gemeinschaft zu handeln und ja. Das finde ich ein super Anknüpfungspunkt für viele Leute in der Stadt. Nochmal so den Blick noch ein bisschen weiter geöffnet. Also Stadtgarten ist eine Möglichkeit, wie man Natur in der Stadt erleben und auch in gewisser Weise hegen und pflegen kann. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ja, es gibt natürlich einfach die Regionalgruppen von den Naturschutzverbänden. Also da gibt es ja relativ viele, die dann einzelne Themen oder auch, was weiß ich, jede Gruppe hat dann explizit Fledermausschutz oder Schmetterling oder bestimmte Vögel oder machen Führungen. Da kann man sich natürlich auch engagieren und anschließen und gucken, was die machen. Die haben verschiedene Aktionstage. Das ist so eine Möglichkeit. Dann gibt es Bürgerinitiativen, die bestimmte Sachen erhalten oder schützen wollen. Also entweder können das Stadtnaturflächen sein, die es gibt eine Initiative, die am Isebeck-Kanal im Prinzip sich darum kümmert oder darum bemüht, dass der Uferrandstreifen zum Naturschutzgebiet erklärt wird und auch so wahrgenommen wird von den Leuten. Und die machen halt ganz viel Infoarbeit und sagen, okay, wann sind Nistzeiten und bitte schmeißt euren Müll nicht hier rein. So solche Geschichten kann man irgendwie machen. Dann gibt es viele Leute, die einfach Grünpatenschaften übernehmen für kleinere Flächen und die einfach selber pflegen. Das gibt es in
2 Quadratmeter bis, weiß ich nicht, 15 oder 30. So. Und da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Größen. Also das kann so sein, dass das mal ein Haus ist, die zusammen was pflegen oder dann 2 Parteien aus dem Haus oder halt wirklich einfach Einzelpersonen. Ich glaube, das sind so die gröbsten Sachen, die du machen kannst. Dann gibt es natürlich auch, es gibt immer von irgendwelchen Vereinen oder Stiftungen oder was auch die Stadtteilkulturzentren teilweise haben. Wir haben ja auch einen kleinen Bürgergarten, also wir haben eine Grünpatenschaft auch übernommen für Flächen auf dem Spielplatz und machen da eine offene Gartengruppe einfach mit Leuten. Da können sich Leute engagieren und es gibt auch zum Beispiel beim Altona, beim Bürgertreff Altona Nord, die haben auch Grünpatenschaften, die sie für ihre Außenflächen vergeben, weil die das selber nicht schaffen, ihre Beete zu pflegen. Und da gibt es auch mehrere von, dass man sowas irgendwie machen kann. Ja, alles andere suchen wir gerade noch und ich hoffe, da wird es noch mehr geben. Bin ich gespannt. Ja. Genau, wenn jetzt jemand irgendwie das Video sieht und sich denkt, ah ja, könnte ich ja eigentlich auch was machen, wie finde ich dann am besten raus, was zu mir passt? Weil jetzt gleich irgendwie so einen Garten zu machen, das ist ja auch ein recht langfristiges Commitment, was man da eingeben muss. Ne? Naja, am besten ist, man guckt erstmal drauf von dem, was schon da ist. Also im Moment sind ja vor allen Dingen die urbanen Gartenprojekte so vertreten und ein paar Grünpatenschaften, von denen wir wissen, aber letztlich sind es erstmal die Gartenprojekte. Oder die Naturgärten von den Naturschutzverbänden, aber die sind auch schon sozusagen sichtbar, wo man was lernen kann. Also erstmal würde ich raten zu gucken, okay, was ist bei mir unmittelbar in meiner Umgebung, weil es sollte irgendwie natürlich kompatibel zum eigenen Alltag sein. So, auch wenn es nur einen Tag in der Woche ist oder eine Stunde in der Woche, macht es natürlich mehr Sinn, man fährt dafür nicht erst mehrere Stunden durch die Stadt oder ist lange dafür unterwegs, sondern es ist einfach im eigenen Umfeld. Und man kann entweder gucken, ob da schon was drauf ist, oder auch einfach die Augen offen halten und gucken, okay, ja, was sehe ich bei mir in der eigenen Umgebung, wo scheint was zu sein, wo passiert irgendwas und hinterlässt da einen Gruß oder eine Karte und einen Zettel und guckt, ob sich jemand meldet, weil selten trifft man natürlich die Leute vor Ort, die gerade irgendwie ein Beet pflegen. Das heißt, da kann man auch gucken, ob man was macht. Oder man kann bei uns auch eine Idee eintragen. Also einfach sagen so, ich würde gerne einen Gemeinschaftsgarten gründen oder irgendwas machen und setzt das sozusagen auch erstmal auf die Karte und ist selber erreichbar. Also das war uns auch wichtig zu sagen, das macht Sinn in dem Moment, das hast du ja auch öfter, dann gibt es schon 3 oder 5 Leute und die wissen, sie wollen in einem bestimmten Stadtteil was machen. Und teilweise haben die auch schon eine Fläche, wissen aber noch nicht genau, wem gehört die oder was braucht man alles dafür. Und wenn die halt schon sehr früh ihre Idee und ihr Bedürfnis sichtbar machen können, ist es natürlich einfacher für Leute da einzusteigen und dann wird es hoffentlich schneller geschehen. Genau. Ja, gibt es so, genau, du hast gerade so eine Gruppe angesprochen, die weiß, okay, wir wollen zusammen irgendwie da einen Stadtgarten machen, vielleicht auch schon ein Areal ins Visier genommen hat. Mhm. Was sind dann so die typischen Schritte, also oder anders gesagt, an was sollten die denken oder welche Stolpersteine gibt es denn da so, die sie vermeiden sollten? Also es macht immer total Sinn, auch je nachdem, was man sich vorstellt. Also einmal geht es natürlich darum, sich zu überlegen, okay, was will man machen? Will man Gemüse anbauen oder will man eine Wildblumenwiese anlegen? Also möchte man einfach einen Ort haben, in dem man sich hinlegt und ausruht und wo es grün ist oder wo man sich einfach nur aufhält, ohne was zu ernten, oder willst du wirklich was produzieren? So, weil das sind natürlich unterschiedliche Anforderungen und das bedarf auch einer anderen Pflege, die du machen musst. Das ist so das eine und da macht es auch am meisten Sinn, man guckt mal, was gibt es für vergleichbare Projekte und besucht die und redet mit denen. Also das ist einfach immer das Beste, so sich erstmal direkt Kontakt herzustellen und Erfahrungen von anderen einzuholen. Dann ist natürlich total wichtig, gerade wenn man jetzt schon einen bestimmten Ort hat, einfach erstmal rauszukriegen, okay, wem gehört der oder wer ist dafür zuständig und ist das hier überhaupt möglich oder nicht? So, weil man kann natürlich immer in dem jeweiligen Bezirk erstmal nachfragen, so, ist das irgendwie eine öffentliche Fläche, die in euren Zuständigkeitsbereich fällt? Ist das eine Fläche, die, was weiß ich, ein bestimmtes, wenn zum Beispiel das eine Fläche ist, die als Gartendenkmal ausgeschrieben ist, dann lässt sich da in der Regel nichts anderes machen, dann darf die Fläche nicht anders genutzt werden oder da nicht irgendwas aufgebaut werden. Wenn das erstmal einfach nur eine Park- und Erholungsfläche ist, dann kann man schon mal besser gucken, ob sich da noch was machen lässt. Und dann ist es auch gut zu gucken, also kenne ich den Ort tatsächlich wirklich oder macht es auch Sinn, den erstmal nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, zu beobachten, zu gucken, okay, wer hält sich da eigentlich sonst auf, was sind dann noch für Leute aktiv, also auch um zu gucken, dass man jetzt nicht sich irgendeinen Ort auf einmal schnappt, von dem man denkt, der ist perfekt geeignet, ist aber eigentlich der Ort, an dem sich immer die, ich weiß nicht, was für eine Gruppe trifft und die dann da totale Probleme mit hat. Also es macht immer Sinn, erstmal so ein Umfeld sozusagen auch so ein bisschen zu erfühlen und zu schauen, wie da so die Situation und die Stimmung ist. Deswegen auch nicht schlecht, glaube ich, immer
da ein erstes Grillen oder Treffen oder was auch immer was zu veranstalten und da in der Nachbarschaft einzuladen oder das irgendwie kenntlich zu machen und erstmal zu sagen, hey, wir haben hier eine Idee und wir haben hier was vor und was haltet ihr davon oder wer hat Lust, da mitzumachen? Und dann, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, kann man gut auch über den Besuch bei anderen Projekten zu erfahren, halt einmal so ein bisschen abzugleichen, okay, was ist unsere romantische Vorstellung von dem, was wir hier vorhaben und was bedeutet das tatsächlich? Also was für Ressourcen braucht man dafür? Wie viel Kraft braucht das, um das zu erhalten und herzurichten? Weil in der Regel kann man relativ unkompliziert und in der ersten Welle des Enthusiasmus da was hinstellen, also schnell Hochbeete bauen, irgendwas ranschaffen und einpflanzen. Aber auf lange Sicht ist es halt interessant, was dann passiert. Okay, ne, es gibt irgendwie Sommerferien, wer ist dann da in der Zeit? Oder ja, wer erntet das, was hier wächst? Und wie wird das verarbeitet, zusammen oder alleine oder nicht? Also das sind dann einfach so Fragen, mit denen man sich so ein bisschen auseinandersetzen muss. Und auch, was für eine Perspektive hat diese Gruppe insgesamt? Also ist das eine Gruppe, die gerade da in dem Sommer nur vor Ort ist? Oder leben die da langfristig so? Das sind einfach Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, um Frust zu vermeiden. Hm. So. Hm. Genau. Ja, vielen Dank. Ich habe mich noch gefragt, also da kannst du das einschätzen, so wie, also ich weiß noch, ich habe mich damals auch so bei Transition so ein bisschen mit engagiert und da war es echt überraschend, also wie interessiert auch die Stadt war dass da doch recht viele Nachfragen und Angebote und sowas auch kamen. Wie würdest du es denn einschätzen jetzt so in puncto Stadtnatur, Stadtgärten, Patenschaften übernehmen? Jetzt nicht nur für Hamburg gesprochen, sondern so generell. Also gibt es da ein Interesse von Gemeinden und Städten, da zu kooperieren mit den Leuten? Ist das was Attraktives für die Politik oder ist das eher was, was die ignorieren oder sogar eher befürchten? Ich glaube, dass es sehr attraktiv ist für die. Aber das ist auch immer alles im Einzelfall. Also das hängt immer von dem jeweiligen Bezirk ab. Du hast ja sozusagen unterschiedliche Ebenen. Also es gibt ja einmal so die Politik, die so übergeordnet Leitlinien und Leitbilder entwickelt und Empfehlungen ausspricht und so Strategien entwickelt. Und dann gibt es so die verwaltende Ebene, die pro Bezirk arbeitet und halt echt die Verantwortung über die Flächen hat, die Verkehrssicherheit garantieren muss und so weiter und so fort. Und mit denen musst du letztlich natürlich klären, wenn du irgendwie eine öffentliche Fläche nutzen willst, ob das okay ist und in welchem Verhältnis das geht und wie die Nutzungsbedingungen so sind. Und da gibt es einfach Bezirke, die sind erstmal offen oder haben eher gute Erfahrungen gemacht mit solchen Patenschaften oder überhaupt solchen Projekten. Und es gibt Bezirke, die sind daran erstmal unerfahren oder ängstlich oder so. Das hat immer was damit zu tun, okay, ja, an wen gerätst du, was ist deren eigene Geschichte, wie trittst du denen gegenüber? Also generell habe ich das Gefühl, die sind dem sehr offen gegenüber und haben da Lust zu. Was auf jeden Fall hilft und auch immer total gut ist, ist, wenn man zum Beispiel auch noch einen Partner mit im Boot hat. Also wenn ich jetzt als privater Anwohner oder als Gruppe eher gucke zu sagen, okay, wir sind ein Projekt oder eine Gruppe von dem Stadtteil Kulturzentrum Motte oder wir machen das in Kooperation mit dem Naturschutzverband oder also es gibt irgendeine Anbindung irgendwohin, dass auch so eine Verwaltungsstruktur schon mal so das Gefühl hat, ah, okay, das hat ein bisschen Substanz oder da gibt es irgendwie noch irgendjemand anders, mit dem man darüber sprechen kann, egal wie konkret das dann tatsächlich ist. Aber dadurch, dass schon mal klar ist, man ist da auch da auf der Ebene in Kooperation oder Gesprächen mit anderen und versucht es sozusagen in was Bestehendes zu integrieren, entsteht da, glaube ich, ein größeres Vertrauen oder eine größere Bereitschaft, erstmal zu sagen, ja, okay, wir probieren das, weil letztlich ist es so, wenn die eine Anfrage kriegen von jemandem, der eine Grünpatenschaft übernehmen will, klar, die können nicht irgendwie rausfahren und erstmal sagen, ne, also welche Fähigkeiten hast du, das jetzt zu überprüfen oder nicht, die können sich halt darauf einlassen. Und entweder kriegen sie im nächsten Jahr einen Anruf von Anwohnern, die sich darüber beschweren, wie diese Fläche aussieht, weil derjenige sich dann nicht weiter drum kümmert. Oder sie hören erstmal nichts darüber, weil die Leute, die sich darüber freuen, die melden ihnen das jetzt nicht unbedingt so. Aber das ist so ein bisschen das Risiko, was sie eingehen. Und ja, also ich glaube, dass sie erstmal generell auf jeden Fall offen darüber sind. Und das ist auch, was wir sozusagen mit Grünanteil dahingehend so ein bisschen versuchen zu unterstützen, ist, dass die Leute, die sich für eine bestimmte Fläche halt engagieren, eigentlich ansprechbar bleiben. Also das heißt, in einem Zweifelsfall, es ist eine Grünpatenschaft ausgesprochen worden oder jemand hat eine Grünpatenschaft übernommen und fängt an, eine Fläche zu pflegen und die verwildert und die kriegen einen Anruf und sagt, wieso kümmert ihr euch nicht darum, wie sieht das denn aus? Dann können die auf jeden Fall auch schon mal sagen, okay, ja, wir haben hier einen Kontakt, wir rufen dann nochmal an oder wir schreiben dem eine Mail, gibt es den überhaupt noch oder nicht? So, dass das erstmal vereinfacht wird, um schneller rauszukriegen, okay, der ist scheinbar verzogen, hat sich nicht gemeldet oder jetzt wissen wir erstmal, was da los ist.
So, das ist was wir so ein bisschen versuchen, darüber ja besser, also einfach eine erleichterte Kommunikation sozusagen aufzustellen. Ne? Ich hoffe, dass das einen positiven Effekt hat. Das können wir jetzt aber noch nicht sagen, weil so voll ist es noch nicht. Genau. Ja, jemand, der aufgerufen, meldet euch, tragt euch ein. Genau, genau. Indikator von Grünanteil, genau. Warum lohnt es sich für Leute, irgendwie am Stadtgarten mitzumachen oder in anderer Weise Stadtnatur zu schützen und zu erhalten? Ich finde es deswegen total wichtig, sich überhaupt eben mit dem Grünanteil der Stadt zu beschäftigen. Also weil ich einmal finde, es gibt eine unglaubliche Vielfalt, die, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist. Also es hat ganz viel damit zu tun, überhaupt erstmal zu erkennen und zu sehen, was da ist. Also einmal so nach dem Motto, man muss nicht immer direkt rausfahren oder ne, man muss nicht weit fahren, um besondere Natur zu sehen. Also ich finde es was anderes, wenn man Urlaub machen will, soll man Urlaub machen, weil man muss mal aus dem Alltag raus, klar. Das macht man auch nicht einfach nur im nächsten Stadtgarten. Das ist sozusagen der Mini-Urlaub oder der andere Alltag, den man sich eher baut. Sondern es geht für mich eher so darum, anzufangen, eine andere Wahrnehmung tatsächlich nochmal auf Stadt zu bekommen oder sichtbar zu machen oder zu diskutieren und rauszukriegen. Also auch zu sagen so, ja, was ist der natürliche Wert von Stadt und, ne, und wie gehen wir sozusagen damit um? Also das ist das eine, so dieses diese Wahrnehmungsebene. Und dann hat es für mich einfach ja, den wahnsinnigen Wert von, es ist ein Ort, an dem eigentlich alle Milieus und alle Gruppen sich erstmal begegnen können, ohne dass es aufgeladen ist mit irgendeiner Form von, ich weiß nicht, Status oder in irgendeiner Form von Gehalt oder was auch immer. Es ist einfach erstmal sozusagen der Raum, in dem man einfach sein kann und ist. Und das finde ich ganz besonders, weil sich da die Leute halt sozusagen auf einer unkomplizierten, direkten Art erstmal kennenlernen und begegnen können. Und das rate ich einfach allen Menschen, das auszuprobieren. Ja, cool. Genau. Vielen Dank. Gerne.